Der Gipfel der Niedlichkeit. Eine leidengerunzelte Stirn und schon versammeln sich alle Dörfler von Vogelsang vor der Tür des Künstlers, um ihn mit lieben Geschenken, guter Laune und ewiger Freundschaft wieder aufzuheitern. Ein Ort, an dem einfach nichts daneben gehen kann, das glauben sie zumindest. Und damit Servus und herzlich willkommen zur 20. Episode von Dungeon Keeper. Das ist auch die letzte reguläre Episode, die wir zusammen spielen. Ich habe vorhin schon den Extra-Level erledigt. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ja, ist ja gut, ich mach ja schon. Ein Eingang wurde erobert. Geh mir nicht auf den Senkel. Genau, wir haben daher einen Höllenhund extra bekommen, Level 10 immerhin. Das ist sehr schön, das ist ein wunderbarer Imp-Killer, denn wir haben es hier auch mit einem feindlichen Keeper zu tun, der leider sehr lästig ist. So, man hat hier nicht viele Kreaturen. Prima. Und ich meine, hier gab es auch irgendwie eine recht unangenehme Besonderheit, was die Räume angeht. Ich meine, wir hatten hier keine Brücke oder so, ne? Irgend so ein Spezialding gab es auch. Oh, was ist denn da? Das klingt irgendwie, als wäre es hier nass. Ja. Naja gut, also jetzt machen wir erstmal hier ein Versteck hin. So, zwei Verstecke sollten eigentlich reichen, zumindest bis wir anfangen, Helden zu rekrutieren. Können wir hier eigentlich schon mal einen Trainingsraum einrichten? Na gut, dass Teufler kommen, das war ja abzusehen. Richtet man da unten eine Bibliothek ein. Frage mich doch glatt spontan, was da wohl so alles ist. Ich hoffe einfach mal, dass hier jetzt noch kein Wasser ist.
Keine Ahnung. Es ist so ewig her, dass ich das Level gemacht habe. So. Dann sollten wir hier vielleicht auch mal eine Schatzkammer einrichten, ha? Hier mal mit dem Goldabbau anfangen. Also da ist auf jeden Fall irgendwie offen. Mal einfach mal das Beste hoffen. So, wir haben doch schon ein paar Kreaturen. Jede Menge Teufler. Ab mit euch in den Trainingsraum, Leute. Probier doch mal, ob du das kannst. Keine Ahnung, ob Höllenhunde forschen können. Ne, können sie nicht. Doch, er kann doch forschen. Haben wir einen forschenden Höllenhund? Das ist doch schon mal was wert. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Das ist natürlich etwas unpraktisch. Immerhin hat der Höllenhund ja zwei Köpfe, um zu denken. Von daher, das hilft vielleicht auch. Bauen wir mal hier eine Handwerkskammer rein. Da werden wir diesmal eine große brauchen. Ein neuer Raum. Thank you.
Okay. Langsam schauen, dass ich mit dem Gold noch richtig haushalte, weil sonst... Die Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ja, sind jetzt gleich aus. Ah, sehr schön. Ein Level steigert Special. Mal halt außen rum dann. Eine Falle wurde hergestellt. Oha. Was treibt der denn da? Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ah, sehr gut. Na, kommen wir bloß unten rum dann dran. Wir sind bloß 4. Da kann ich jetzt auch nichts nochmal drunter setzen. So ein erster Gedanke gewesen wäre. Dazu müsste ich halt wissen, wo hier oben Wasser ist, oder? Aber letzten Endes, Gefängnis, Folterkammer ist noch einfach. Denn hier 8, 7 sind 15, 18, 19, 20, 21 Kreaturen, 25 kann ich maximal haben.
müsste doch eigentlich... Einen bösen Blick habe ich eben auch nicht. Rückbau habe ich nicht, Armageddon habe ich nicht. Gut, Armageddon wäre hier auch tödlich. Sehr gut. Das ist zwar jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber damit kommen wir, glaube ich, zurecht. Wenn ich dafür mal erfahre. Ah ja, okay, da ist dann bereits eine Heldenfestung. Gut, aber das heißt doch auch in Wirklichkeit... Eine Falle wurde hergestellt. Dass wir das hier so zumachen könnten, und dann könnte man das vielleicht da unten mal einmauern. Gelegenheit. Okay, da war irgendwie nichts Besonderes. Aber da kommen wir dann darüber. Ah ja, da haben wir auch ein Heldentor gefunden. Naja, so ist das halt dann. Weil ich meine, hier wären irgendwie noch ein paar Heldentore. Oh. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ein neuer Raum wurde erforscht. Brechen wir das Ding doch gleich mal auf. Und zwischendurch für den Fall eines Absturzes speichern wir an der Stelle doch mal. Wo sich's doch gerade so anbietet, ne?
Ne? Sieh mal eine an. Na, kommt schon. Ein neuer Raum. Sehr schön. Noch irgendein Raum. Eine Falle wurde hergestellt. Okay. Was haben wir hier? Sieht irgendwie aus wie so ein Miniatur-Dungeon, den man irgendwie für ein Horny oder so gut, ganz gut gebrauchen könnte. Und es scheinen keine Fallen darin zu sein. Das ist schon mal gut. Na komm. Da ist ein Heldentor drin. Hm. Suboptimal. Aber nachdem da keine Gefahren schon mal sind, können wir das mal pflastern lassen. Ah ja, jetzt haben wir, glaube ich, alle Kreaturen. Kreaturen wurde mit Erfahrung gesegnet. No. Hatten wir da nicht noch so ein Special? Da ist es. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen wurde mit Erfahrung gesegnet. Das geht dann hier auch nochmal. Das ist doch super. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich jetzt die Imps da nicht so ackern lassen. Aber gut. Eine Falle wurde hergestellt. Man muss nehmen, was man kriegen kann, nicht wahr? Eine Falle wurde hergestellt. Thank you.
Ah, das habe ich befürchtet. Ja, gut, von mir aus. Die nehmen wir doch gleich noch mit. Tag, eure Kreaturen werden angegriffen. Stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, die kann man dann gleich mit übernehmen. Hier wollte ich eigentlich den Friedhof hineinfriemeln. Eine Falle wurde hergestellt. Eine Falle wurde hergestellt. Vite. Ah ja. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Eine Falle wurde hergestellt. Das ist mal schön. Ganz ehrlich, klopft die mal noch nicht ein. Schauen wir uns doch mal. Ah, okay. Lieber hier den See an, hätte ich jetzt gesagt. Aber anscheinend ist der See gar nicht so groß. Ah, wohl.
Kühe wurde hergestellt. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgebracht. Eine Falle. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgebracht. Okay, schon wieder. Eure Kreaturen werden angegriffen, um ihre Hypothesis zu treiben. Eine Falle wurde hergestellt. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eine Falle. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Okay. Eure Bibliothek ist zu klein. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Das muss ich dann, so wie ich das sehe, mit Drachen machen. Hinkriegt. Oh Mann, das wird jetzt teuer. Sehen, was die Herrschaften aus der Tentakelwelt so wissen. Was ist das denn gerade gewesen? Wieso hat's die denn jetzt bitte verschoben? Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das war ein Wort der Macht da oben. Von den Drachen. Nein!
Mist. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Ich finde Tentakel eigentlich ganz praktisch. Die haben immerhin diesen Einfrieren-Zauberspruch. Und sie sind halt super Kanonenfutter. Also. Oh Mann, nee. Echt. Aus dem Gegner wurden Informationen herausgequält. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Tag. Immerhin, dadurch erfahre ich ein bisschen mehr über diese Festung hier, wobei das sind ja alles Viecher, die ich haben darf, also die ich erobern kann. Sehr schön. Und inzwischen ist auch die Folterkammer wieder da, wo sie hingehört. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir haben Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Nein. Das ist nur halb so schlau. Schatzkammer.
Ah, sehr gut. Na dann, auf geht's. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Da ist ja ein Horny drin. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Verdammt. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Den einzuholen wird nicht einfach. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Krass. Noch einer. Ja, der gehört aber diesmal zu mir. Interessant. Weil das war gar nicht die effektivste Waffe. Die effektivste Waffe gegen die. Weil die nämlich zu schwer sind, um weggetragen zu werden. So, die würde ich aber gerne übernehmen, wenn es irgendwie geht. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Bibliothek ist zu klein. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Kann ich mal einen meiner Imps wiederholen. Eure Bibliothek ist zu klein. So soll es sein. Ja. Eure Kreaturen wurden mit Erfahrung gesegnet. Hey, nicht gut. Lass den bloß in Ruhe. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Es gibt nichts mehr zu forschen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eine Falle. Das ging schnell, ja. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Okay, die Festung hätten wir hiermit. So, die
Priesterin. Türen stürzen sich auf den Gegner. Die brauche ich. Auch nicht schlecht. Ist der Horny als Skelett wiedergekommen? Halte ich sogar für eine einigermaßen brauchbare Lösung. Ach nö, jetzt geht das schon wieder los. Perfekt. Die brauche ich nämlich unbedingt. So, dann müssen wir dann gleich als erstes hier die magische Tür einreißen lassen. Das kannst doch du erledigen. So, sicherheitshalber nochmal abgespeichert. Damit da jetzt nichts schief geht. Warte mal, hier gab es doch auch Räume mit Heldentoren, gell? Moment mal. Eine Tür wurde hergestellt. Die kann doch auch hier Stufe 5. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eine Falle wurde hergestellt. Sehr schön. Soll sich doch der Avatar um die da kümmern. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Der arbeitet sich da jetzt dann langsam mal vor. Na? Eine Falle wurde hergestellt. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug.
werden ärgern. Na? Ah ja, ich glaube, der hat da gerade Spaß. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Kann es sein, dass die den Avatar bezwungen haben? Eine Falle hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Eine Falle hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Scheiße. Haben sich erledigt. Die hier sind noch der Fall. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Achtung, der Ritter kommt. Eine Falle. Lasst uns unser Leben in Frieden leben. Im Namen des Guten. Ihr solltet euch besiegen. Ach du Schande. Sind hier vielleicht doch etwas viele? Unterliegen im Kampf.
Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Mann, das sind ja Massen hier. Da ist ein Avatar, deswegen kriegen die den nicht kaputt. Das erklärt natürlich manches. Die erledigen sich gleich. So, könntet ihr jetzt endlich diesen Typen hier mitnehmen zum Henker? Gibt's doch nicht. Der ist ja schwer zu besiegen. Wieder mal einen. Eine Falle. Das Hammer ist nicht groß genug. Thank you.
Kommt schon, Leute. Endlich. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Gott sei Dank, geschafft. So. So. Schade, dass man nicht sieht, was sie mit dem Avatar machen. Das hätte mich jetzt eigentlich schon interessiert. Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Oh Mann, lass das doch bleiben, blöder Hund. Jetzt hat er halt doch hier irgendwie die Tür aufgeknackt, ne? Ein Widersacher wurde davon überzeugt, davon euch zu machen. War ja auszugehen, dass er das irgendwann hinbringt. Thank you.
geht das wieder los. Das ist jetzt wieder so ein ekliges Detailgemetzel. Ach nee. Ganz ehrlich, rutscht so ab. Sehr gut. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Was denn gerade? Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen. Hat mich jetzt meine ganzen Imps gekostet, ne? Dieser Mist.
angegriffen. Untergebenen tragen den Sieg davon. Ein Gefangener schied dahin und ist als Skelett wieder auferstanden. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Geht mir hier wirklich auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen beenden wir das jetzt ein bisschen flotter. Muss er nämlich kämpfen? Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Thank you.
Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Wehrt sich halt mit dem Virus-Zauberspruch, wo er nur gerade kann. Aber das Problem erledigt sich jetzt dann gleich. Irgendwann jetzt ist dann bald Ruhe. Und dann können wir uns noch um diese letzten Heldengruppen hier kümmern und dann. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Na also. Damit hätte sich das auch erledigt. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Auf einen Weg.
Der hat hier das Gold praktisch nicht angerührt. Wir bloß noch dieses Level irgendwie beenden. Wir haben es noch nicht gewonnen. Ist interessant gebaut mit der Hühnerfarm außenrum. So. Das sollte mittlerweile eigentlich kein Problem mehr darstellen. Machen Sie wenigstens das Richtige. So.
nehme mal an, das löst sich jetzt dann da gleich von alleine. Ach so. Der hier kann das halt nichts tun, weil die fliegt. Das macht aber nichts. Ein Widersacher wurde davon überzeugt, für euch zu arbeiten. Jetzt müssen wir dann am Schluss nur noch die Knaben dann da rausholen. Eigentlich mit dem hier? Ist der beleidigt? Naja. Ja, eh freiwillig, da mache ich mir keine Sorgen. Wir haben Anspruch auf einen gegnerischen Raum.
sagen, die Imps schicken wir dann alle hier oben zum Goldabbau. Wir haben Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Na, irgendwie. Sag. Diese Nummer von wegen mal hier ein bisschen die Fallen aufladen, das ist nicht bei euch, oder was? Müssten doch Unmengen von Fallen rumliegen. Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen werden angegriffen. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Euer Gegner ist durch eure Wände gekommen. Was denn hier? Wo kommt der denn her? Dem hatte ich jetzt nun wiederum nicht gerechnet. Keine Ahnung, was mit dem Vampir hier ist. Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber gut, mir soll es ja im Grunde erstmal wurscht sein. Angegriffen.
Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum, eine Falle. Tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure die denn Untergebenen her? Tragen den Sieg davon. Von irgendwo? Keine Ahnung. Ihr habt dieses Königreich erobert. Sehr schön. Das wäre es gewesen. Ladies and Gentlemen, damit hätten wir Dungeon Keeper durchgespielt. Was jetzt noch folgt, sind die Bonusmissionen. Die werde ich euch hinten dranhängen. Als ersten Bonus gibt es allerdings jetzt als 21. Video übermorgen, wenn ich richtig gerechnet habe, also am Donnerstag, erst einmal nochmal alle Leveltexte für euch. Hernach, im Anschluss, werde ich euch die einzelnen Bonusmissionen noch durchspielen. Ich hoffe, ich komme noch dazu, auch die Mondmission, also das Mondlevel durchzuzocken, mal sehen. Ich bedanke mich jedenfalls sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns zu einem anderen Let's Play wieder. Ich mache jetzt erstmal eine klitzekleine Pause, habe allerdings bald Urlaub. Da wollte ich dann mal was Neues anfangen. Für alle Star Wars-Freunde unter euch, ich habe mir die Battleground-Saga gekauft. Mal sehen, ob ich Lust habe, die auch anzufangen. Ich habe die bis dato noch nicht gespielt. Bin mal sehr gespannt. Nun ja, macht's es gut, bleibt gesund. Servus und auf Wiederschauen. Feuertraum. Diese Welt ist nur noch ein verkohlter Albtraum. Wir haben einen wilden, wahnsinnigen Sieg davongetragen und ihr seid nun oberster Herrscher über die ganze Welt. Was jetzt, Meister? Was jetzt, Meister?